Alters dringt der Rache. Ja, es kommt immer auf den Geschmack an. Ne? Man weiß ja nie, was die Leute so mögen. Aber wir haben hier einiges. Das hier, das sind keine Hoden. Es sind Feigen. Feigen sind nicht nur gesund, sondern die schmecken auch gut in einem Drink. Es gibt ja auch feige Wodka. Es ist Zitrone dabei. Es ist natürlich Eierlikör dabei. Ein Birnenschnaps, Coca-Cola. Was haben wir hier? Ein bisschen Fisch, also so ein Brathering gehört eigentlich auch da rein. Gurken sind dabei und wir haben einen Senf, der gehört auch dazu. Was ich ganz toll finde, sind die kleinen Leberwürste. Die sollten wir unbedingt da rein tun. Das ist eine schöne Sache. Und wir fangen einfach mal an, rein in den Mixer. Und dann nehmen wir als erstes mal ein Banänchen. Das hat immer einen schönen Geschmack und es sind Vitamine dabei. Kalium, Calcium, alles, was man so braucht. Oh, komm raus hier, mein Gott. So, das geht schon so. Ja. Da ich ein Knoblauch-Fan bin und Knoblauch äußerst gesund ist, viele sagen immer, sie stinken danach, aber das ist mir wurscht, rein damit, eine Zehe. Und ein bisschen Senf für die Schärfe, weil süß und scharf ist gar nicht schlecht, können wir machen. So. Das wird schon gut. Dann haben wir eine Sojasauce, die sollten wir unbedingt reintun. Ups, warte mal, wie geht denn die auf? Scheiße, weg. So. Ein bisschen Zitrone, das machen wir auch dazu. Ah. Na. Was? Ich krieg das alles nicht auf hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Was? Guck, tu mir mal ein Ei rein, komm. So, noch ein Ei. Eier sind gesund. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Kartoffelgemüse mit Pute. Das passt doch zu Maren, oder? So. Haben wir irgendwo... Ich brauche einen Löffel. Ich brauche einen Löffel. Habt ihr irgendwo einen Löffel? Kann mir einer mal einen Löffel geben? Ah, das ist super. Klasse. Ingo, du bist gut. Ja, habe ich sauber gemacht. Großartig. Und ich mache dir auch hier die. Ja. Oh, was ist denn das für komisches Zeug? Die armen Babys, was die so schlucken müssen. Das ist echt Hammer. Rotkrautsalat. Für die Farbe. Ein bisschen Rotkrautsalat. Ne? Sieht natürlich geil aus. So, rein damit. Ich muss mal anfangen hier. So, hier hast du noch Zitrone und... Vielleicht sollten wir doch einen Stecker reintun. Wäre nicht so schlecht. Ja, das sieht doch schon richtig geil aus, ne? Guck dir das an. Ja. Bitte? Kannst du noch ein bisschen Cola reintun? Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Alkohol. Ne? Hier, Obstbrand. Obst ist gesund, ob Brand oder nicht. Rein damit. So. Und ich habe ja gesagt, Feigen, ne? Ganz wichtig, sehen wie gesagt wie Hoden aus, sind aber keine Hoden. Habe ich Leberwurst schon drin? Nein. Wie kriechen die da rein überhaupt? Hat jemand mal ein Messer? Nee, wirf einfach so rein. Einfach so. Ja. Nein, nicht die Plastik. Okay, was haben wir hier noch? Was ist denn das hier? Metzger frisch? Ach nee. Bitte nicht. Nee, das brauchen wir auch lieber nicht. Aber ein bisschen Sahne oder so. Aber Eierlikör, finde ich gut. Hat die Oma schon getrunken. Die machen den ja immer selber, die älteren Herrschaften. Oh, und ein bisschen Sahne. Ja. Alter, könntest du eventuell mit dem Löffel tatsächlich die Leberwurst da rausfischen? Da ist nämlich noch ein Metallstückchen drin. Oh. Aber vielleicht hat der Geschmack sich ja schon leicht übertragen. Das wäre also ganz nett. Ja, das reicht dann auch, ne? Tu die Leberwurst wieder raus. Ich finde die aber nicht mehr. Da ist sie. Ich hab sie. So. So, dann müssen wir mal wieder eine Runde. Oh, das riecht aber schon wie eine Bowle von zu Hause. Also alles, was da drin ist, kann man gut verzehren. Da ist also nichts mit Drähten drin und so. Was haben wir hier? Auch langsam. Ja? Gleich fängt der Dschungel an. Wäre schön, wenn du vorher fertig werden könntest. Ja, dann sagen wir mal fertig, ne? Guck mal, sieht doch schick aus. Sieht super aus. So. Wie viel sind wir? Also ich trinke ganz sicher nichts. Du, ich habe heute noch eine Riesenveranstaltung. Ich muss noch 500 du kannst Leute zumindest küssen. Mal nippen. Was hat das denn ich damit muss 500 zu tun? Leute, also. Ich nippe hier an einem Wein oder so. Das ist mir lieber. Sehr gut. Ich helfe mal eben schnell. Ja. Genau. Guck mal, das sieht doch obergeil aus, helf oder? Mal. Ja. Also super sieht er aus. Tut das lieber nicht. Farbe. Ingo, du kannst jetzt ruhig stolpern. Der riecht gar nicht so schlecht. Oh ziemlich Gott. Ziemlich aber gesund zum Anstoßen. Zum Anstoßen. An. Wenn das jetzt Himbeeren wären. Wir bilden uns ein Blaubeeren. Bitte, das ist ja schon regelschickes Himbeeren. So, weiter. Sieht toll aus, aber habt ihr schon gerochen? Das soll reichen. Kommen wir einfach wieder mit rüber.
Und also jetzt noch mal ein wunderschönes Outro für Walter Freiwald, bitte. Walters Drink der Rache. So, und dann würde ich sagen, Walter, danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Mal gucken. Ja. Wer Schweineanus gegessen hat, der kann auch Walters Gesundheitsdrink nehmen. So, also danke, Walter. Sehr, sehr liebevoll. Sehr gerne. Du hast ja immer erzählt, dass alle sagen, du kochst nach Sternekochqualität. Sternekochqualität. Ja, jetzt dann. Rein damit. Also er ist streng. Ja, man merkt schon den Senf. Und, ja, aber. Und der Alkohol hilft aber gar nicht. Aber für eine Dschungelprüfung reicht es. Das, noch ein bisschen was anderes rein und es ist wirklich eine Soße. Ja, ne? Mhm. Das macht das Rotkraut. Das war gar nicht so schlecht. Das ist